Kindler, herzlich willkommen. Hi. Ja, ich möchte über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, über Männlichkeit. Ja, das ist die Begeisterung, die ich eingeplant hatte an dieser Stelle. Es ging viel um Männlichkeit in letzter Zeit. Es gab die MeToo-Bewegung und Menschen haben in der Öffentlichkeit sich getraut zu sagen, was ihnen passiert ist und haben gesagt, ich möchte darüber sprechen. Das ist ein Grundrecht. Und es gab die andere Seite, die bei dieser Bewegung im Internet gesagt haben, um diese inhaltliche Position auch mal zusammenzufassen an dieser Stelle. Und ja, es ist widerlich. Aus meiner Sicht, es ist krass, dass wenn Menschen sich trauen, dass das die Gegenposition ist, die keine ist. Und ich habe dazu eine Talkshow gesehen, Markus Lanz, großer Fehler, keine Frage. Und da saß ein deutscher Politologe und hat gesagt, naja, also die MeToo-Bewegung, die ist schon eine Hexenjagd auf Männlichkeit. Und ich dachte, du kannst nur dumm sein, wenn du das behauptest. Und das ist widerlich, weil damit etwas relativiert wird, was man nicht relativieren sollte, nämlich ein Krieg gegen Frauen. Und dazu habe ich einen Text geschrieben, weil es mich so wütend gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Politologe an dieser definitorischen Frage scheitert, was eine Hexenjagd auf Männlichkeit wäre, muss ich sie offensichtlich verfassen. Und dieser Text imaginiert also, wie eine Hexenjagd aussähe auf das Männliche, wenn es sie gäbe in einem Land, in dem Frauen noch nicht mal Informationen zu einem möglichen Schwangerschaftsabbruch einfordern können. Dieser Text nun eben trägt den Titel Die Hexenjagd auf Männlichkeit. Die reichlich dunkle Nebelnacht vom Mondschein inszeniert. Ein Schatten huscht in Edeltracht vom Bösen infiltriert. Durch Gassen hin zum Marktplatz, wo man Holz in Scheiteln trug und der Gaffer sich nun wahrhaft um die besten Plätze schlug, bloß dem Schauspiel auch zu zeugen, wenn die Männlichkeit in Not sich dem Feminismus beugen, dort verbrennt im Feuer tot und sie tanzten um das Feuer, diese Feministenschar und skandierten aus den Mäulern lieber tot als Mario Barth und sie brannten alles nieder, was von Männlichkeit getränkt in der Asche schmorten Glied. Er und das Sixpack war gehängt, jede Hand des zahmen Mannes, die des Weibes Schenkel traf, hat man abgehackt in Scheiben und zum Feuer dann getan. Feministen führten Bad Boys an der Leine durch die Straße, selbst Kollega oder Farid hatten plötzlich ihre Tage. Aus der Nase. Der Mann riss ihm die Gedanken noch bevor der Mann sie sprach. Aus den Köpfen Hirn verbrannt hat, die man dann zum Feuer gab. Jede Süße, jedes Mäuschen, jede Kleine, jedes Täubchen war doch allzu fein gekleidet mit einem weichen Kleid aus Seide, was sie schweigend selbst genäht hat aus der Vorhaut ihrer Feinde. Jedes weit gespreizte Beinpaar eines Mannes in der Bahn fand sogleich den schönsten Absatz Gender. Pay Gap, sei mal stark, ja, die Frauenbande zerrte jeden Mann aus ihrem Heim, jeden Grabscher, jeden Stalker, komm, flieg los, Kartoffelbrei, Hex, Hex, denn man munkelt über Männer, sie seien gut im Kräutertrank, das sind Hexer, mit einem Ständer stand an Hausfassaden dran und das Barthaar wird ihr weggeflext, es stirbt der wahre Mann und Heidi Klum klebt im Fernsehen ein paar Achselhaare an, inspiriert von Zigaretten, druckt man Warnhinweise auf, jede Stirn des so adretten, wohlgeformten Männer. Männer können tödlich sein. Kinder von Männern werden oft selbst zu Männern. Männer können beim übermäßigen Verzehr abführend wirken und alles wurde angekarrt. Des Vaters Benz brennt gut, Dieter Wedel, Harvey Weinstein plus die halbe CDU. Schmeiß mal rein ins heiße Feuer, was die Wut uns hat entfacht. Aus dem Junggesellenabschied wird ein ewiger gemacht. Atemlos, selbst Schwangerschaft verteilte man, geschlechtsspezifiziert, denn auch im Bauch des Mannes wurden dann die Wehen simuliert. Und selbst wenn der Mann sich wehrte, gibt's dafür einen Paragraph, denn das ungeborene Leben ist halt wichtig für den Staat. Und der Mann wird nicht gecatcalled, sondern selbst zum Tier ernannt. Selbst die Sparkasse, die sprach ihn dann mit Mäuschen nur noch an, ja, fühl dich doch einfach mitgemeint. Und alles wurde umbenannt, was Frauenrechte stärkt. Selbst Mannheim wurde daraufhin zum Frauenhaus erklärt. Jede Macht, die man benutzte, jedes Wort, mit dem er brach, blieb ihm jetzt im Halse stecken, nenn es Deep Throat Mr. Love. Warst halt zu knapp angezogen. Da verrutschte uns die Hand. You can grab him by the Hoden, sagt man über Donald Trump. Und man nahm ihm wirklich alles, was von Männlichkeit geziert. Selbst die Bundesliga wurde dann von Frauen kommentiert. Das kann ja wohl nicht sein.
Erzählen die Frauen dann sogar noch den Fußball. Was hat man als Mann denn noch 16% mehr Gehalt, du dummes Arschloch? Denn aus jedem dieser Worte trifft in Schwärze Dominanz. Euer Mundwerk ist ein Auspuff, euer Öl ist Ignoranz. Mach aus Tätern schnell dein Opfer, dem man Flirtverbot erteilt. Man sagt sexuelle Freiheit, wenn man Grenzen übersteigt. Und wenn man Grenzen übersteigt und wenn man immer, immer, immer wieder Grenzen übersteigt. Denn man spielt halt seine Rolle, wie das Drehbuch es verlangt. Das System braucht halt sein Schauspiel und die Gläubigen daran. Denn man hat ja schließlich Angst um den Eishockeymann, um das Flirten, um die Freiheit, um den zügellosen Drang. Und aus jedem dieser Worte trieft in Schwärze eure Sicht. Denn der Herrenchor der einen ist der anderen Schweigepflicht. Die Geschichte wird geflüstert, über Ohren wohl gespitzt, weil der Kampf dafür das Rückgrat eines jeden hier betrifft. Und aus Flüstern werden Sätze, werden Worte, werden Texte. Eine Stimme dann erheben für die Tat, die nur Verletzte, für die Menschen, die verstehen, was passiert, wenn man vergisst, dass die Stärke eines Mannes bloß uns eingeredet ist, für die Menschen, die noch schweigen, weil der Scham noch zu sehr brennt. Für die Menschen, die verzweifeln, wenn man sie zu Taten drängt. So tragen wir die Hölzer nun zum Marktplatz unserer Stadt. Verbrennen dort die Werte bloß von Männlichkeit geschafft. Dann sitzt man da, die Hände wärmend, Röte auf den Wangen. Ich nehme meine Männlichkeit und schenke sie den Flammen. Unser Gewinner aus dem Monat Dezember, ihr Applaus für Jean.